diese Strümpfe brauche ich heute nicht mehr. Nee. Denn wir sind jetzt in Manila. Und hier sind wir noch für eine Nacht. Kurzer Aufenthalt und dann geht's morgen weiter. Ja, auf unser Visum. In Vietnam, ja, das wir vorher beantragt haben. Und jetzt muss man das hier aber abholen und nochmal warten. Blöderweise braucht man dabei aber auch noch Bargeld, das wir nicht mehr haben. Das heißt, wir brauchen gleich erstmal einen Zettel, damit wir überhaupt raus können, um überhaupt Geld abzuheben, damit wir wieder zurückkommen, damit wir unser Visum kriegen, damit wir einreisen können. Du filmst. Okay, Ich will filmen. Das Hotel eben einen Anruf gekriegt, dass der Flughafen angerufen hat. Offenbar habe ich da mein Portemonnaie liegen lassen. Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt. Ich hatte tatsächlich mein... Die hat so ein Schwein, das ist so pervers. Mein Portemonnaie vergessen mit 8 Millionen Dong und meiner Kreditkarte. Und die haben angerufen und ich habe alles wieder gekriegt und alles ist da. Weil ich... Unglaublich, Karte da, Cash. Weil mich die Welt liebt. Karma. Beste Suppe der Welt zum selber stopfen, selbst drehen. Das ist irgendwie gut. Also ich kriege ein komplettes Menü inklusive Getränk für 1,10 Euro. Auch mitlaufen lassen? Heute gibt es eine Tagesrundfahrt zum Mekong-Delta und da sind wir jetzt schon. Guck mal hier, voll Delta und so. This one can sting, but don't make them angry. Okay. Es geht weiter nach Mui Nee, viel zu früh am Tag und die Hälfte der Tickets sind nicht da, weil das ein bisschen komplexer ist hier alles.
Praxis. Betze, sehr viel. Krokodil, Aal, Frosch, Ente, Fleisch, Schwein, Schildkröte und auf besonderen Wunsch Kobra, Kobra, Seeschnecken. Also wir fahren heute ein bisschen in und um Moiné rum und mieten uns zwei Motorbikes. Das Schöne ist, dass Tom seinen internationalen Führerschein aus Versehen in der letzten Paketbox mit nach Hause geschickt hat. Aber das kümmert hier. Das kümmert hier kein. Hier braucht man nichts. Tom möchte jetzt die Eisbucket-Challenge machen mit diesem Wasser. Ist wohl nicht so gängig, dass man in dem Fluss hier baden geht. Wir werden schon von den Touristen fotografiert. Wir sind jetzt an der roten Sanddüne. Die gibt es ja in Rot und Lila, in Grün und Blau. Und jetzt sind wir bei der roten. Ja, das stimmt. Das ist so wie mit VW Käfer, die gibt es in allen Farben. Ich habe mir meine geile Hülle verkratzt bei einem Sturz in Lebensgefahr in der Wüste. Ich weiß das zwar nicht, aber jeden Morgen geht das so los, jeden Mittag geht es weiter und jeden Abend hört es auf. Gar nicht! In ganz Vietnam wird ständig geräuchert. Mit Räucherstäbchen und überall gibt es ein kleines Puppentee-Service. Und die sitzen hier auch immer auf Kinderstühlen. Und wenn Tom sich wohin setzt, dann kriegt er immer zwei Stühle übereinander. So, like, please key in the width to 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay, wir sind in Mui Ne. Und wir reisen jetzt weiter in den Ort, der da heißt. Nee. Das reicht jedes Mal, sagt ihr immer. Wir fahren jetzt irgendwo hin und dann soll ich den Ort sagen. Wir machen das jetzt mal andersrum. Also wir fahren jetzt weiter in den Norden von Vietnam und wir fahren nach... Nha Trang. Das war richtig, Tom. Du bist eine Runde weiter. Ich habe heute ein Foto für dich. Thank you.
Wir versuchen seit einer Stunde etwas Vegetarisches zu kriegen hier. Man glaubt's kaum. Gibt's nicht. Ohne Tierkram. Also Köpfe, Füße, Nägel, Zähne, Augäpfel, Ohren. Also eigentlich alles, was in Wurst wäre. Mara, du musst doch in die Kamera gucken oder ist die Batterie raus? Ich guck ins Happy Light Hotel. Es ist 20 vor 9 und wir sind früh raus, denn heute machen wir eine Tagestour. Kaffee mit Zucker, schwarz. Die Blies wollte mit Milch, aber ich habe mit Zucker gekriegt. Das ist ein Karamellkuchen. Oh my God. Mora ist komplett überfordert. Und ich auch. Und wir werden auch die ganze Zeit fotografiert, denn wir sind mit Abstand die Einzigen, die ein bisschen anders aussehen. Mega geile Aktion. Wir sind einfach hinter einem kleinen Jungen hergelatscht, der uns gefragt hat und sind an eine Schule gekommen, wo
wo irgendwie so eine Mondprinzessin fehlte, war. Und die ganzen Kiddies haben uns irgendwas zu essen und zu trinken gebracht. Die Hälfte haben wir schon gegessen und mir ist kotzübel. Come on. Come on, accurate. Happy birthday. Yeah. Ich habe heute Morgen einen Strauß gekriegt mit 41 Rosen. Ja. Das war mein Geburtstagsgeschenk und ich kann es nicht mitnehmen. Ta-da-da-ta-ta-ta-ta. Burning, burning like a raindrop on your beautiful skin. Es geht nach Hause, fast. Nein, es geht nach Singapur. Tom sagt nämlich, ich komme nicht rein, weil ich zwei Pässe habe und dann gehe ich gleich ins Gefängnis. Gehe nicht über los. Es regnet, es regnet. Das Wichtigste beim Singen. Es ist nicht die Stimme und nicht der Text und nicht die Melodie, es sind immer Gefühl. Die Augenbrauen, weißt du, wenn du so machst. Wäre das ein ganz anderes Song, als wenn du so machst. Es regnet.